Wie riesige Spargel wuchern sie aus der Erde, vor allem im Norden Deutschlands. Rund 25.000 Windräder gibt es bereits an Land und der Ausbau schreitet weiter voran. Doch wie sicher sind eigentlich die monströsen Stromerzeuger? Das fragen sich immer mehr Anwohner, vor allem in Hohenpritz in Mecklenburg-Vorpommern. Vor 2 Wochen fing dort ein Windrad Feuer, wurde zu einem riesigen Flammenwerfer. Offenbar kein Einzelfall. Silvia Blessmann. Das Maschinenhaus völlig ausgebrannt, ein Flügel abgebrochen. Windräder sind heute kleine Kraftwerke am Himmel. Warum es hier in Hohenpritz plötzlich brannte, ist noch unklar. Die Betreiber solcher Anlagen sind in der Regel gut versichert. Die Windkraftanlage und alles, was drumherum passiert. Also wenn es ein brennender Flügel runterfallen sollte oder ein Teil eines brennenden Flügels und es passiert da unten ein Brandschaden, ist der natürlich mit versichert. In so einem Fall heißt die offizielle Strategie kontrolliert abbrennen lassen. Die Feuerwehr kann oft nur tatenlos zusehen. Man würde natürlich gerne was machen, handeln, aber in so einem Fall ist natürlich die Gefahr, dass jemand verletzt wird, zu groß. Es kommt kein Hubrettungsmittel in diese Höhe, das heißt keine Drehleiter oder sonstiges. Wir müssen auf herabfallende Teile achten, dass da keine Person zu Schaden kommt. Brennen kann vieles. Öl im Getriebe, Kunststoff an der Gondel, an den Flügeln. Und auch wenn Brände in Windanlagen sehr selten sind, allein 6-mal berichteten Zeitungen im letzten Jahr über die Feuerfackeln auf den Feldern, die im Sommer auch zum Flächenbrand führen könnten. Windräder werden immer höher und kommen immer näher. Nur noch 780 Meter entfernt steht das erste Windrad von Otto Pressentins Hof. Seitdem die Anlage in der Nähe brannte, fühlt er sich nicht mehr sicher und fragt sich, wer im Ernstfall sein Haus schützt. Sind nicht die Betreiber verantwortlich für die maximale Sicherheit der Bevölkerung, der Grundstücke, der Felder und unserer Natur natürlich zu sorgen? Davon ist mir eigentlich gar nichts bekannt. Kontrolle und Wartung sind Standard. Aber kein Betreiber muss nachweisen, ob er seinen Pflichten auch nachkommt. Kein Standard sind automatische Löschanlagen. Obwohl es technische Lösungen wie diese gäbe. Der Gesetzgeber schreibt nur in Gefahrenlagen, wie etwa in der Nähe von Wäldern, solche Löschanlagen vor. Den Betreibern fehlt bei den hohen Kosten der Anreiz. Wenn es theoretisch einen versicherungstechnischen Bonus zum Beispiel geben würde, um solche Anlagen auszurüsten, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass man da eine größere Anzahl von Anlagen mit ausrüsten kann. Technik und Fernüberwachung werden immer besser. Aber ob die Wartungsintervalle auch immer eingehalten werden, kontrolliert niemand, solange sich die Windräder am Himmel drehen.